Großeinsatz im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund. Gegen 22 Uhr rückt die Polizei mit dutzenden Fahrzeugen aus. Eine Nachbarin hat mehrere Schüsse gehört. Andere Anwohner, die abends nach Hause wollen, dürfen nicht mehr in ihre Wohnungen. Es waren schon viele Polizisten da. Es waren 50, 60 Leute erstmal schon da, also von den Polizisten aus. Und dann wurde es immer mehr und mehr Streifenwagen und etc. Und deswegen halt haben wir schon Angst bekommen. Deswegen warten wir halt auch hier, weil es ein bisschen sicherer ist. Zwei Türen müssen die Beamten aufsprengen, um an den Tatort zu gelangen. Wir haben dann alles großräumig abgesperrt, haben aufgrund dieser unklaren Lage das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg verständigt. Die haben dann letztendlich gegen 0.30 Uhr die Wohnung geöffnet und haben in dieser Wohnung drei tote Personen gefunden. Bei den Toten handelt es sich um einen 71-jährigen Mann, dessen 4 Jahre ältere Frau und den gemeinsamen Sohn. Inzwischen gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus. Die Opfer wiesen alle Schussverletzungen auf. Nach dem, was wir jetzt wissen und auch unter Einbeziehung der Tatortuntersuchung und der bereits laufenden Obduktion, müssen wir davon ausgehen, dass der 71-Jährige seine Frau und seinen Sohn getötet hat und dann sich selbst getötet hat. Warum der Vater die Kontrolle verloren hat, ist bislang noch unklar. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Polizei zu einem Einsatz in die Hochhaussiedlung gerufen wird. Bei vielen Heidelbergern gilt der Stadtteil Emmertsgrund als sozialer Brennpunkt. Die Arbeitslosigkeit liegt hier bei 10,2%. Das ist mehr als doppelt so viel als im Heidelberger Durchschnitt. In einer Sicherheitsbefragung Mitte dieses Jahres fühlen sich viele Bewohner des Viertels unsicher. Also ich habe oft gehört, viele Polizei habe ich gesehen, oft gesehen. Wie heißt das? Helikopter habe ich oft gesehen. Das ist schwierig hier, wenn so weitergeht. Dann hat nicht so einen guten Ruf sozusagen. Die Polizei gibt jedoch an, dass im Emmertsgrund nicht mehr Straftaten verübt werden als im Rest der Stadt Heidelberg. Der 71-jährige mutmaßliche Täter vom Dienstagabend war Sportschütze, hatte seine Pistole legal zu Hause. Die Polizei hat sowohl die Tatwaffe als auch die Waffenbesitzkarte in der Wohnung gefunden. Eine Obduktion soll in den kommenden Tagen noch weitere Details liefern. Was das Motiv angeht, ermittelt die Polizei unter Hochdruck. Indem man sowohl das Umfeld befragt, vielleicht auch mit Ärzten dementsprechend Kontakt aufnimmt, um da vielleicht herauszufinden, ob da irgendwo eine Ursache liegt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.